Radio Bielefeld am Abend. Die Hit Story mit Stefan Schüler. Guten Abend, herzlich willkommen. Und heute gibt's eine ganz besondere Hit Story. Gleich mehr dazu. Zunächst mal ein Lied von Eloy, habe ich gelernt, so heißt es. Eloy. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, sagen zu können, dass ich mal wieder einen hochprozentigen Gast, wollte ich jetzt gerade sagen, einen kapitalen Gast mal wieder habe aus der Musikszene. Ihr erinnert euch an diverse Sondersendungen. Wir hatten Quo hier und wir hatten auch Ray Dorsett, war auch mal hier von Mango Jerry. Da kann jetzt Frank Bornemann wahrscheinlich weniger mit anfangen. Heute ist Frank Bornemann da und ich habe, das war ganz witzig, im Vorfeld habe ich das erzählt. Da gab es viele Leute, die gesagt haben, Frank Bornemann, was ist das denn? Da musste ich das erklären. Und dann gab es aber auf der anderen Seite auch genauso viele Leute, die gesagt haben, kenne ich, Eloy. Ja. Und die haben das falsch gesagt, ne? Weil das heißt nicht Eloy, Frank, ne? Das heißt Eloy. Ja. Eloy heißt eigentlich, er. Ja, aber sie sagen es meist alle falsch, auch wenn ich beim Radio war früher, es ging immer, manchmal von Eloy die Rede, also Eloy, ja, und so. Eloy. Ich habe dann auch nicht groß widersprochen und wollte dann nicht jedes Mal wieder so eine Korrektur anbringen. Nein. Also ich akzeptiere das auch, wenn die Leute das anders sagen. Ich habe es jetzt ja auch gelernt, ne? Eloy, ist ja auch okay. Kann man ja auch nicht wissen, mein Gott, man kann ja auch nicht alles wissen. Frank Bornemann ist heute hier. Wir begrüßen übrigens Eloy-Fans all over the world. Wir haben so ein bisschen getrommelt für die Sendung, ein bisschen Werbung gemacht auf Facebook-Seiten bei Eloy auf der Homepage und so, im Gästebuch, im Forum und so weiter. Also da sind bestimmt so einige Fans, hören sich das an. So, ihr habt ja Fans so all over the world, kann man das sagen? Oder? Ja, das kann man durchaus sagen, ja. Ja, kann man sagen, ne? Und ich glaube auch, dass da einige darauf reagieren, also die jetzt die Website wahrgenommen haben, ganz bestimmt sogar. Da werden viele dabei sein und ich werde da wahrscheinlich anschließend auch von hören, denn die werden doch alle schreiben. Wherever you are, welcome to the show. Ja, genau. Frank Bornemann ist hier. Wir haben gerade schon ein bisschen Kaffee getrunken, waren hier in Bielefeld im Café Knigge. Das fand er schön, weil das war so ein bisschen urgemütlich. Wir haben ja auch in Bielefeld, gibt es ja neuere Läden und ältere Läden und Knigge, muss man sich vorstellen, ist so halt alles noch in Nussbaum und so. Richtig schön, gemütlich war das. Ja, ja, fand ich auch. Also ich fand vor allem die Beleuchtung da schön. Ja. Also das ist alles nicht so nüchtern. Heute ist ja alles so halogen und alle sehen aus, nicht wahr, als wären sie irgendwie 100 Jahre nicht in der Sonne gewesen oder ja, so. Also genau. Nee, fand ich sehr angenehm. Jetzt gibt es natürlich einen Anlass, warum du hier bist. Und der Anlass ist, dass du in 6 Wochen schon wieder hier bist, ne? Weil ihr gibt ein Konzert in der Stadt. Ja, das stimmt. Also ich war Jahrzehnte nicht in Bielefeld. Das ist ja nichts Schlimmes. Und jetzt bin ich in der kurzen Zeit zweimal hier, also einmal heute Abend und dann natürlich zum Konzert. Wir werden noch 3 Konzerte spielen im Januar. Nach unserer Tournee, die wir neulich zu Ende gebracht haben. Und in Köln sind wir in einer ganz, ganz starken Bringschuld, weil wir da absagen mussten zum 2. Mal hintereinander. Du warst aphon sozusagen. In Köln war ich, die Stimme war komplett weg. Also ich hätte nicht mal mehr das Intro sprechen können. Selbst dafür hat es nicht mehr gereicht. Und davor war es eben dieser blöde Unfall, den ich vom guten halben Jahr hatte, der mir dann also doch an die Blessuren eingetragen hat. Ich habe ja immer noch das Metall im Bein. Also ich kann es mal gut gehen und alles, aber das muss erst mal wieder raus. Erzählen wir nachher nochmal, dass man vorsichtig sein muss beim Fahrradfahren in der heutigen Zeit. Ne? Eloy, für alle diejenigen, die jetzt nicht wissen, wer ist Frank Bornemann und wer ist denn Eloy um Gottes Willen nochmal? Liebe Leute, das ist eine deutsche Rockband. Ja, ich sag jetzt mal eine Rockband oder eine Prog-Rockband. Was ist das? Art Rock, Prog-Rock, egal. Also pass auf, ich sag jetzt mal. Ist also eine Rockband, nennen wir sie denn jetzt mal so, weil die machen ja auch Musik, die losgeht, habt ihr ja gerade gehört. Aus Hannover. Und deswegen hat Frank gesagt, überhaupt kein Problem, ich komme gerne zu Radio Bielefeld, hat sich in Zug gesetzt, ist hierher gekommen und ihr wurdet schon, und das ist jetzt ja wichtig für die Menschen, die euch nicht kennen, euch gibt es schon seit 1969, also es ist keine Idee von gestern oder so. Ne? Nein, das ist schon fast vorgestern, ja. Ja, nein, also klar, uns gibt es eine ganze Weile und wir waren nicht gleich so eine sogenannte Prog-Rock-Band, also zu der Zeit wurden ja alle deutschen Bands noch als Krauts bezeichnet, ob die nun Scorpions hießen oder Eloy oder ich glaube noch eine ganze Menge anderer, dann das war egal, das wurde alles in einen Topf geschmissen und wir haben auch damals alle versucht, eine Musik zu machen, die möglichst sehr facettenreich ist und wo unheimlich viel drin ist und wo man viel improvisierte und es endlose Soli gab etc.
Und das ging schon 69 los. Erst haben wir viel nachgespielt, dann haben wir angefangen, die ersten eigenen Songs reinzustreuen, um zu sehen, ob das Publikum das akzeptiert, wenn man nicht nur... Was habt ihr nachgespielt? Von den Beatles weiß man ja, die haben immer erstmal alle Chuck Berry gespielt und die Stones und so, die haben ja immer das. Was habt ihr denn nachgespielt? Ja, genau, die Beatles. also eben zum ehrlich Beispiel... Jetzt? Ja, natürlich, klar. Die von was denn? Welche? Alles von denen oder mehr rockige Sachen? Also eigentlich auch natürlich, klar, mehr die rockigen Sachen und zum derzeit, als wir die Band gründeten, gab es die Beatles ja auch noch. Ja, das war ja nicht, es war ja nicht so, dass die schon aufgehört hätten. Und gerade wenn sie was rausbrachten, wie dieses weiße Album zum Beispiel, da waren ja Sachen drauf, die man gerne gespielt hat, weil sie einfach auch gut losgingen. Ja. Und also das war schon mit prägend. Was habt ihr gespielt vom weißen Album? Hält das Geld da? Zum Beispiel. Oder was war das noch? Lass mich nachdenken. Birthday, glaube ich. Birthday? Ja, der war immer. Auch schön. Ich weiß noch, da war einmal bei uns der Schlagzeuger aus dem Song nicht rausgefunden und wir fanden kein Ende und das nahm kein Ende und wir haben das Riff gespielt und gespielt und gespielt. Und alle haben ihm zugenickt, dass das Song doch jetzt eigentlich zu Ende ist. Also das ist so ein bleibendes Erlebnis, wo ich gerade an diesen Song besonders denken muss. Wir haben natürlich auch andere Bands natürlich nachgespielt und kopiert hier und da. Also weil man musste ja abends ein füllendes Programm bringen. Und zu der Zeit haben die Gruppen noch lange gespielt, nicht wie heute. Also wenn du zu einem Konzert gehst, dann ist so die Durchschnittszeit 90 Minuten, dann kommt die Zugabe und dann ist die Sache vorbei. Und damit es nicht zu kurz ist, kommt dann eine Vorband. So komfortabel hatten wir es damals nicht, sondern wir mussten eine abendfüllende Unterhaltung liefern und dann gab es natürlich diesen Cocktail aus aktuellen Sachen, die jeder kannte und jeder gut fand, möglichst. Und dann hat man ganz, ganz dezent angefangen, mal hier und da eigene Songs reinzustreuen und hat das auch extra angekündigt und mal geguckt, wie die Leute darauf reagieren. Und dann wurde man so mit der Zeit mutiger und dann wurden auch die Plattenfirmen auf deutsche Bands aufmerksam, die nach einer eigenen Linie gesucht haben und wir gehörten mit den Ersten, die dann wirklich einen Plattenvertrag bekommen haben. Also Birthday, das ist ja auch ein Lied für einen Drummer, ne? Wir hören uns das mal an, da geht's aber richtig zur Sache hier, die Beatles. Frank Bornemann von Eloy im Studio von Radio Bielefeld. Birthday war klar, hast du gerade erzählt. Aber ja, euer Drummer hat nicht mehr aufgehört zu drummern. Das war 69 schon. Oder? Und Gypsy, Uriah Heep hat euch schon irgendwie auch so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Gesagt, Keyboards. Ja, da hat man zum ersten Mal, also die Keyboards, das war ja damals reduziert auf Hammond, Orgel und Piano. Muss man sagen, also die Synthes waren ja noch nicht so richtig im Geschäft und erfunden. Und bei uns in Hannover spielte diese Band Uriah Heep bei uns in so einem Laden, der hieß Mülltonne. Und ja, wirklich. Und ja, wir waren da so alle völlig geflasht, was da für ein Sound kam. Also die Hammond-Orgel total natürlich distorted, ne? mit großen Leslie-Boxen, die sich da drehten. Und da kam dieser röhrende Sound raus. Und das war ja so, dass wir, also als wir anfingen, noch gar keine Keyboards hatten, sondern erst ganz dezent damit begonnen hatten. Und erst so die Idee hatten, das eher so atmosphärisch auszugestalten, also eher so beeinflusst von den ganz, ganz, ganz frühen Pink Floyd Sachen und so, die ja auch mit Hammond und solchen Sachen gearbeitet haben. Und dann plötzlich sowas hörten. Und dann haben wir uns gedacht, ja, das zonkt natürlich noch viel mehr und uns ist ja mehr danach auch mal ein bisschen Gas zu geben. Wir sind ja eine bedeutend, sag ich mal, rockigere Band als Pink Floyd, wo wir mit denen immer wieder mal verglichen wurden, hier und da, aber das ist ja eigentlich ganz anders, das trifft es ja gar nicht. Die haben ja auch in den 60ern schon Musik gemacht, was viele auch nicht unbedingt wissen, die ja auch noch irgendwie auch irgendwie ein bisschen anders klang als das, was danach kam. Ne? Ja gut, die waren in der Syd Barrett-Ära mit ihrem ersten Gitarristen auch noch ein bisschen woanders als später mit der Gilmore. Also wo das stand nur unter Drogen, ne? Oder? Am Anfang bestimmt, ja, das glaube ich auch. Also das war auf jeden Fall eine von den Bands, die sich da bestimmt mächtig Inspiration geholt haben. Und das Profil, was wir heute von Pink Floyd kennen, hat sich dann aber schon relativ schnell ergeben. Also das war eigentlich schon auf der ersten oder spätestens auf der zweiten Platte, diesem Doppelalbum, was jeder kannte, dann Amalgama, da war das ja schon erkennbar. Und dann kamen ja andere Sachen und die haben wir natürlich auch gehört, als sie aufkamen. Ja? Also das war zwar schon, das war dann etwas später, also 70, 71. Und dann tauchten natürlich aus England auch solche Bands auf wie Uriah Heep, die also richtig hart waren eigentlich, aber trotzdem auch Keyboards dann eingesetzt haben, nur in einer viel brutaleren Form, als meinetwegen man das von anderen Gruppen kannte. Wie hast du das denn gemerkt, dass du in der Lage bist, Songs zu schreiben? Da muss ja irgendwas im Kopf passieren, dass man irgendeine Idee hat, eine Melodie spielt oder...
Ja, also wie kommt man darauf? Ja, man übt ja zu Hause, man muss die Finger ein bisschen trainieren und dann hat man nicht Lust, ewig nur diese Sachen zu spielen, die man eben abends auf der Bühne spielt, sondern dann spielt man vor sich hin und macht dies und macht das und dann kommt man auf die Idee, das war doch eben gar nicht so schlecht, was du da gemacht hast. Und merkst du das selber? Sitzt da jemand daneben, der sagt, ey Frank, das war geil, oder merkt man das selber? Das merkt man, glaube ich, selbst. Also bei dir? Ja. Es muss einem ja erstmal selbst gefallen, wenn man zu anderen kommt und sagt, hey, hör doch mal, das finde ich gut jetzt hier. Und dass man dann natürlich da macht man weiter und möchte natürlich dann daraus einen richtigen Song machen. Also aus so Ideefragmenten, die sich meist so durch so belanglose Spiele manchmal ergeben. Ne? Du hast ja in deiner ganzen langen Geschichte ein paar Dutzend Songs geschrieben. Deswegen meine ich, muss ja mal irgendwann losgegangen irgendwann, sein. Ne? Irgendwann, wenn du einmal damit angefangen hast und vor allen Dingen, wenn du merkst, dass die Songs auch ankommen, dann hörst du auch nicht mehr auf und dann überrollen dich die Inspirationen förmlich. Also bei mir war es jedenfalls so, also ich war ratzfatz in der Stimmung, was zu machen, wenn ich also eine Gitarre in der Hand hatte und ja, und jetzt konnte spielen. Gab es in Hannover auch Drogen zu der Zeit? Hast du? Na klar, gab es in Hannover auch Drogen. Also Ist lange her. Das ist lange her, ja, weil damals war das ja auch eine ganz heikle Sache. Und die gab es überall, wenn du in irgendeinen Schuppen kamst irgendwie dann hast du da zweimal Luft geholt, dann warst du schon stoned. Ja, da brauchst du gar nichts mehr machen. Also es gab wirklich solche Läden gab es und in denen sind wir auch aufgetreten. Wir hören jetzt gleich, was hören wir? Awakening of... Richtig, aber da kann man schon hören, wo die Keyboards sich hinentwickelt haben. Also das ist ein Album, was ja von neuerem Datum ist, von 98. Da gab es schon die Synthesizer und alles. Und da wird dann klar, was denn eigentlich aus der ganzen Geschichte geworden ist. Das von Ocean 2, das hören wir uns gleich an. Ganz kurz zwei Takes Werbung, dann sind wir wieder da. So klingt Eloy. Frank Bornemann, heute zu Gast im Studio von Radio Bielefeld. Mehr davon in den nächsten anderthalb Stunden. Jetzt gibt's die Nachrichten mit Uli Zwitz. Die Radio Bielefeld Nachrichten um 7:30. Radio Bielefeld am Abend. Die Hit Story mit Stefan Schüler. Guten Abend, herzlich willkommen. Wir haben eine Sondersendung. Wir haben einen großen Musiker aus Deutschland zu Gast. Ich freue mich sehr. Frank Bornemann ist hier von Eloy. Und damit wir nicht den ganzen Abend Eloy-Musik spielen, ja, weil Frank hat mir ja in der Vorbereitung gesagt, ja, wir können natürlich auch mal irgendwie ein bisschen was, ne, ein bisschen was anderes, weil er hört ja auch nicht den ganzen Tag nur Eloy, ne, kommt jetzt ab und zu mal immer so ein bisschen was anderes dazwischen, so wie das hier. Ja, ja, ja. So, ehe wir aufklären, was das ist, müssen wir eben gerade ein Konzert ankündigen für morgen Abend. Ja, für morgen. Und die Tom Kids hier, hatte er gesagt, sollten wir Wer bist du denn überhaupt? Altdeutsche Bierstube Esser. Altdeutsche Bierstube Esser. So, genau. Was ist morgen bei euch los? Bei uns geht's morgen Abend um 20 Uhr los. Was passiert denn da? Haben die ihre Christmas-Party hier. Eine Riffelparty, wer denn? Die Tomcats. Die Tomcats spielen in der altdeutschen Bierstube. In der altdeutschen Bierstube, genau. Wir fassen zusammen. Sehr schön. Ja finde ich gut. Und habt ihr die Weihnachts-CD eventuell? Merry Christmas. Everybody. Merry Christmas, everybody. Ja, ich gucke mal, ob ich das wohl so finden kann. Oder ne? Something about Christmas time. Something about Christmas time. Ich gucke das mal nach, okay? Ja. Auf jeden Fall haben wir eure Party jetzt angekündigt. Da bricht morgen euer Laden auseinander. Alles klar. Danke für den Anruf. Schönen Dank. Ja, ciao, tschüssi. Lucifer's Friend, Frank. Ja. Ja. Du hast einen Moment gezögert, aber dann hast du gesagt, Moment, John Lawton hast du gesagt. Ne? Ja, ja. Richtig. Ja, gut, der Sänger war erkennbar, ist ein Engländer. Auch deutsche Band. Wenn er bei der deutschen Band damals gesungen hat. Es gab es ja vereinzelt, dass also englische Musiker auch in Deutschland sich deutschen Gruppen auch in der Zeit schon angeschlossen haben. Also nicht so häufig, aber deswegen war das natürlich auch sehr schnell rum, dass sie da eine tolle Band hatten. Und ich fand, dass Lucifer's Friend zu der Zeit, die Platte kam 71, da hatten wir auch unsere ersten Gehversuche auf Platte gemacht. bei derselben Plattenfirma im Übrigen. Und ich fand also, dass die Band schon also einen ganz großen Vorsprung gegenüber vielen anderen hatte, also in der Zeit. Das war wirklich bemerkenswert. Was haben denn deine Eltern eigentlich gesagt, als du angefangen hast, Musik zu machen? Hättest du wahrscheinlich auch lange Haare und so, ne? Es ging, ich war ja noch in der Lehre, als sie anfingen, Musik Was zu hast machen. Du gelernt? Also ich bin eigentlich gelernter Kaufmann. Ah. Ja, und da war das also gar nicht schick, wenn man da mit so einer Matte ins Büro kam. Also das war in der Zeit wirklich schon sehr gewagt. Und ich kriegte auch immer wieder dezente Hinweise darauf, dass ich doch mal zum Friseur gehen soll.
soll. Und klar, das hat man dann auch gemacht, da war dann natürlich um jeden Zentimeter gerungen, ja, der, den man da abschneiden wollte. Und es war jeweils so, dass ich damals viel, viel Taschengeld hatte, weil ich eben als Amateurmusiker mit meiner Band, es war ja noch eine Coverband. Gab es auch Schwarzgeld, ne? Quittung kannte keiner, ne? Nee, das gibt es schon heute, kommen wir auch nicht mehr belangt werden, ist vorbei. Ja, stimmt schon, also das ist, glaube ich, kaum eine Band, dass die Steuern gezahlt hätten. Es sei denn, also gibt es schon etwas über die regionalen oder lokalen Grenzen. Es gab ja auch nicht so viel Geld dafür. Wie viel Geld hast du für dein erstes Konzert gekriegt, weißt du das noch? Ich sag jetzt mal 100 Mark höchstens. Ja, ungefähr. Ja, ehrlich? Das war damals immens viel. Und das musste man ja teilen mit den anderen, oder nein, was? Nein. Nur also für das, dich? Ja, also die kleinste Gage, also die Gage, mit der wir begonnen haben, wo ich mein erstes Konzert spiele mit meiner Band, also eine Nachtspielband, das gleich klar ist, da kriegten wir 350 Mark. Boah. Für den Abend. Wir müssen natürlich auch 5 Sets eine Dreiviertelstunde spielen. Ah, Menge Kohle. Ich fand, dass das sehr viel Geld war für uns. Ne? Ich meine, für so einen Lehrling in der Ausbildung, nicht, der dann also dann mehr Taschengeld in der Tasche hatte als die Angestellten um ihn im Büro, die ihre Familien ernähren mussten. Das war schon ein ziemlich komischer Zustand, muss man sagen, warst der du? Natürlich auch nicht unbedingt immer so wohlwollend angenommen wurde. Warst du ein guter Schüler? Ich war ein ziemlich guter Schüler, also ganz früher nicht, also in der Ausbildung schon, weil ich natürlich, ich wollte meine Prüfung gut bestehen, ich wollte möglichst in der Lehre nicht anecken und dann habe ich mich schon darum bemüht, gute Noten zu haben. Und es war auch interessanter als der aufgezwungene Stuff, den wir in der Schule, wenn man normalerweise in der Schule hat, sondern da ging es ja schon um berufliches Wissen und das hat mich schon durchaus interessiert. Ja, ich wollte ja auch für den Fall, dass ich also es nicht schaffen würde, mich mit der Musik durchzusetzen, dann musste ich eine Grundlage haben, dann wollte ich natürlich auch ein bisschen was davon. Wobei Hannover ist ja für so eine Karriere ein gutes Pflaster. Wir hatten ja mal ein Interview mit den Scorpions, hat Rudolf Schenker ja gesagt, das war für ihn damals schon klar, Ende der 60er, ich werde Rockstar, das hat er auch gar nicht diskutiert. Ne? Ja, ich kenne Rudolf ja auch schon so lange, wie sie angefangen haben, wir haben ja viel, viel Berührungspunkte, wie du weißt. Und stimmt, also er hatte dieses Gen von Anfang an und auch diesen Drive und er gehörte zu denjenigen, die ich damals kennengelernt habe, die einfach da auch ihren Weg gegangen sind. Also egal, wer sich da in den Weg stellte, der ging. Ja. Da war nichts zu wollen und der hat ein Ziel vor Augen gehabt und das hat er verfolgt. Aber ich muss sagen, er hat das auch sehr bedacht gemacht. Er ist jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal so, er hat Wege beschritten. Er ist schön straight marschiert und hat immer gesehen, dass er die richtigen Musiker um sich hat. Ja. Und ich glaube, das hat er auch gut hingekriegt. Eure erste LP 1971, schlicht und einfach Eloy benannt. Die zweite, da kann man sagen, da ging das doch irgendwie so halbwegs los. Da ging es überhaupt erst los. Also die erste Platte war ja noch so ein Selbstfindungsprozess, würde ich mal behaupten. Wir hatten auch noch gar keine Keyboards, wo wir gerade eben darüber sprachen. Also wir hatten uns gewünscht, dass jemand eine Orgel spielt und aus der Formation, wo wir die erste Platte machten, hat der eine Gitarrist, das ist Manfred Wizorka, hat sich dann entschlossen, Orgel zu spielen, was ich sehr erfrischend fand, weil er war zwar technisch kein richtiger Pianist, aber er hatte ein unglaubliches Gespür für Sounds und was er mit so einer Orgel machen kann. Und dann haben wir ein Album aufgenommen, Inside, und das war dann schon recht erfolgreich, also für so eine Band, die zu der Zeit. Mhm. Wir haben greifen dann mal ein bisschen vor, es gab dann eine Live-LP, die erschien aber erst 5 Jahre später darauf, aber der Titelsong von Inside wieder vertreten. Ja, den hat dann die Nachfolgeformation also praktisch gespielt, mit der wir dann wirklich einen Durchbruch geschafft haben in Deutschland. Aber die Band war sehr gut zusammen. Und hatte auch kein Problem damit, Material zu spielen, was wir schon mal früher erarbeitet haben. Und Inside war eben das erste Album, mit dem wir schon einen richtigen Achtungserfolg erzielt haben. Also titelmäßig sind wir jetzt so im Fluss vom Erscheinungsdatum der LPs, greifen wir jetzt ein bisschen vor, aber wir kommen gleich noch wieder drauf zurück, weil da sind dann ja auch noch andere Dinge passiert, Silent Cries und Ocean und so weiter und so weiter. Sprechen wir gleich. Wir hören uns jetzt mal an. Eloy aus dem Jahr 1978 von der Live LP Inside heißt es dann. Eloy, Inside. Im Original aus dem Jahre 73, aber das war 1978 und wie sie heute klingen, das können alle Fans von Eloy und Leute, die noch nicht Fans von Eloy sind, ne, die sind natürlich auch herzlich eingeladen. Am 24. Januar seid ihr in Bielefeld im Ringlockschuppen. Ganz recht.
Deswegen bist du hier, um mal so ein bisschen die Trommel zu rühren, um alle Eloy-Fans aufzuwecken. Gerade hat Günther angerufen, hat gesagt, ich war 1900, schlag mich tot, in der Eierhalle in Kaunitz. Ja, ich ne? auch und, in einem Messkonzert. Da haben wir zweimal gespielt. Ja, und der war mit der, bei der Colors-Tour, sagt er, war das? Ja, ah, genau. Das war da, wo unser Schlagzeuger Jimmy Gilvery nach hinten raus, glaube ich, ziemlich... ja, der war kurz vorm Kollaborieren. Der hatte unglaublich viel. Ja, ja, es war ganz schwierig. Und, war wirklich was Ernstes oder hat er so viel Bier getrunken? Nee, ja, oder was? Hat sich ein bisschen, hat sich selbst überholt, glaube ich, bei dem Konzert ein bisschen. Und dann lag jedenfalls ziemlich, er machte einen sehr, ich sage mal, sehr erschöpften Eindruck. Und wir haben uns alle ein bisschen Sorgen gemacht. Also, aber, das sind meine Erinnerungen an Kaunitz, an die ich mich natürlich noch sehr stark erinnere. Aber Günther hat das in guter Erinnerung, also bitte. Ja, ne? Das Konzert mag ja gut gelaufen sein. Ja. Aber jetzt meine ich mal, was denn so hinter den Kulissen und später dann los war. Es gab ja also manchmal so Anekdoten bei Konzerten, wo man eben unter ganz extremen Bedingungen spielt. Das hatte ich zwar in Kaunitz nicht empfunden, sondern da hatte ich, glaube ich, andere Erinnerungen, ja, an Konzerte, die wirklich die Musiker dann auch schon wirklich an den Rand der physischen Belastbarkeit führen können. Das kannst du schon anrichten, indem du nur die Lampen ordentlich tief hängst und ordentlich viele aufstellst. Dann herrscht da oben eine Temperatur, dann machst du dir keine Vorstellung. Hatte ich sogar auf der letzten Tour. Also wo ich auf der Bühne fast in München umgefallen wäre. Es hätte nicht viel gefehlt. Mir war schon ganz schwarz vor Augen und ich habe irgendwie nur gedacht, bleib auf den Beinen und spiel irgendwie weiter. Aber so, solche Situationen gibt es. Da kriegst du im Publikum nichts von mit. Die wundern sich nur, dass der Frankie da oben nur vor sich hin fließt. Das floss ja ein Bächen von mir ab, das Wasser. Und dann kann es mal passieren, dass du dann da oben auch schon so ein bisschen austrocknest und dann irgendwann, also vor allem wenn du dann den Fehler machst, zu wenig Wasser zu trinken. Du hast mir im Vorfeld erzählt, wenn ihr nach Bielefeld kommt, macht ihr so eine 2,5-Stunden-Nummer? Ehrlich? Ja, also spielt wir haben auf so der lange? Letzten Tournee, ich bin heutzutage? Wir haben jetzt dann nochmal ein bisschen, ja natürlich, also, wir können auch nicht einfach uns hinstellen und 90 Minuten spielen, wenn du so viele Platten gemacht hast und die Leute unterschiedliche, sag ich mal, Vorlieben haben, welche Songs sie hören wollen, dann speist du sie ab mit irgendwie so ein, ja, einer willkürlichen Zusammenstellung, die dir vielleicht ausgedacht hast, die dir selbst gefällt, aber du sprichst ja für die Leute und die wollen natürlich ihre Lieblingsalben hören, ihre Lieblingssongs hören und dann wird es immer schwer, wenn du so viele Platten gemacht hast, das richtig dabei zu finden auch und dafür gibt es ja diese vielen Mails und die Fanposts, wo immer drin steht, das finden wir toll und das bevorzugen wir und jenes. Und dann musst du dich da mit auseinandersetzen. Und dann musst du ein Programm zusammenstellen, was eines Teils musikalisch toll zusammenpasst. Andererseits aber auch natürlich die Fan-Community, die sich da versammelt hat, auch richtig zufriedenstellt. Das tust du aber auch. Du guckst dir also wirklich an, was die Fans schreiben, wenn die sagen, so wie Günther eben, Mighty Echoes zum Beispiel. Und wenn da jetzt ganz viele Leute sagen, Mensch, Frank, Mighty Echoes, dann kann das auf der Bühne gut und gerne auftauchen. Wenn wir ihn beherrschen. Also das kommt jetzt darauf an, in welcher Formation. Jetzt ein Beispiel. Viele jetzt. Formationen, du weißt ja, welche Sachen hast du einfach nicht geprobt und dann hast du keine Chance. Aber sagen wir mal so, wir haben auf der letzten Tour, glaube ich, ein sehr, sehr ausgewogenes Programm gespielt, wo die Leute gesagt haben, das ist das beste Setting, was wir je hatten. Mhm. Das habe ich jetzt mal so zur Kenntnis genommen und ich glaube da auch dran. Und wir haben eine Dreiviertelstunde gespielt. Also das Konzert dauert 2-3 Viertelstunden. Jetzt haben wir noch einen Song hinzugenommen, weil wir uns natürlich auch ein bisschen dafür entschuldigen müssen, dass wir in Köln zweimal absagen mussten. Durch höhere Gewalt natürlich, aber trotzdem ist es irgendwie blöd. Und wir müssen irgendwas machen. Also, sind das Springsteen-Dimensionen, 2-3, 2,5 Stunden. Mein Gott, welcher Künstler macht das heutzutage noch? Ja, das ist, also, Respekt. Das muss sich jeder selbst überlegen, aber ich glaube, dass wir das unseren Fans schuldig sind. Erstmal haben wir uns 13 Jahre nicht sehen lassen auf der Bühne. Und dann können wir nicht kommen und da irgendwie, wie ich schon sagte, so 90 Minuten plus Zugabe spielen. Also das finde ich dann doch ziemlich schlicht, das wollen wir nicht. Männer haben da ja auch kein Problem mit. Man darf das ja an dieser Stelle ruhig sagen. Du bist jetzt 65, 67. Ja, ja. Ja, und dann macht der Mann da, und die anderen sind ja auch nicht jünger. Das sind ja auch. Doch, ich bin der Älteste. Ja gut, aber... Ja, also die meisten in der Band sind in den 50ern. Okay. Und das muss man... nein, das ist schon ein Unterschied. Und dann bei mir, gut, also okay, ich sage immer, es gibt ein chronologisches Alter und ein biologisches. Und mein biologisches ist Gott sei Dank bedeutend jünger. Und er sieht auch gut aus, der Mann heute Abend. Ja, ich habe mich figürlich sicherlich nicht sonderlich gegenüber den letzten 3 Jahrzehnten, habe ich mich kaum verändert. Und bin auch froh, wenn ich diesen blöden Unfall nicht gehabt hätte, ging es mir sogar noch besser. Aber das kompensiere ich auch jetzt mit der Zeit. Das ist kein Problem. Ich bin also körperlich wirklich voll fit. Und dann kann ich das machen. Also es gibt Leute, die sind 20 Jahre jünger und haben immense Probleme und die beneide ich nicht darum. Und Im Januar gibt es 3 Konzerte von Eloy, Mannheim, Bielefeld und Köln. Ne? Ja, da könnt ihr, also wir haben gleich noch eine ganze Stunde Zeit. Der Frank bleibt hier, wir sind live bei Radio Bielefeld. Ihr könnt uns im Internet hören und ich bin sicher, da ist der eine oder andere Eloy-Fan, der mithört. Wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, dann macht ihr das am einfachsten über eine Mail, die schickt ihr an Hit.
story@radiobielefeld.de. Ja, wenn ihr jetzt irgendwie den Frank was fragen wollt oder so. Wir machen jetzt kurze Pause, Nachrichten und dann sind wir so butz wieder da. Frank muss gerade ein bisschen ein Wasser trinken, ne? Und ich auch. Radio Bielefeld am Abend. Die Hitstory mit Stefan Schüler. Wir haben eine ganz spezielle Hitstory. Wir haben eine Hitstory mit Frank Bornemann von Eloy und ganz vielen Fans, die uns übers Internet zuhören. Eloy-Fans all over the world, welcome to the show. You're listening to Radio Bielefeld. Hey, great, great thing, great thing. Ist gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Fans all over the world. Ja, das passt doch. Was hören wir jetzt? The Key of Logos. Eloy-Fans wissen das natürlich, die werden jetzt sein. Das ist doch jeder, ne? Schönes 8-Minuten-Ding. Die Zeit, als Eloy richtig erfolgreich war. Ja, das war, Ocean, das war das erfolgreichste Album, was wir gemacht haben und auch das meistverkaufteste Prog-Album einer deutschen Band, was es hier gegeben hat. Da hören wir jetzt rein. Decay of Logos heißt das Ding von Ocean Deep. And so the gods decided. Nein, das ist was anderes. Great is der läuft weiter, ne? Der läuft weiter. Ist, when you're right. Ich will nicht auf Autostopp. Ach so, ne? Ja, nein, das ist. Von Ocean. Richtig. Was hast du gesagt? Das ist die erfolgreichste Progressive Rockplatte, die es in Deutschland, glaube ich, hier gegeben hat, von einer deutschen Band oder gar kontinentalen, muss man sagen. Also, das wurde. Sie war ungeheuer erfolgreich. Du hast immer so eine Mütze auf. Ne, guck mal hier auf dem Bild hier. Mhm. Frank Bornemann hat immer eine Mütze auf. Das weißt du, wie Fans, wie bist du darauf gekommen? Hast du einen kalten Kopf früher irgendwann? Und, nee, oder hast du was gesucht, wo du dich unterscheiden kannst? Weil es ist ja geil, ne? Ja, die war nicht, das war ja noch nicht das erste Modell. Am Anfang war ich ja noch nicht so, hatte ich ja noch nicht so was Passendes, da hatte ich so einen komischen Schlapphut auf. Also das Ganze fing eigentlich damit an, dass ich ja Gitarrist und Sänger der Band war. Und du hattest ja ewig, meine Haare waren lang und die hingen ja ewig in der Fresse, ne? Und wenn du dann singst, ist das sehr unangenehm, weil du nichts mehr siehst oder dann eben sie behindert dich ständig. Und dann kam ich auf die Idee, ich wollte eigentlich auch so ein Stirnband machen, ne? Ja. Aber das hatte Jürgen Rosenthal schon. Der sah immer wie ein Indianer aus. Und wenn dann noch einer mit dem Stirnband da oben stehen, da habe ich gedacht, was gibt es noch für eine Möglichkeit? Da kam ich, habe ich so bei einigen anderen mal hier und da gesehen, dass sie irgendwelche tollen Mützen auf hatten und ich war ein Huttyp. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich das. Und dann habe ich mir so einen Hut aufgesetzt und dann später diese Mütze, weil mir der Hut dann doch lästig war, so einer mit Krempe und Bart ist auch immer noch ein bisschen grauer, aber. Ja, den Bart hatte ich lange Zeit gar nicht mehr. Also so. der ist erst wiedergekommen, viel, viel später. Und jetzt ist er wieder so, wie er früher war, klar doch. Und nur die Farbe ist etwas verblasst, würde ich sagen. Nee, aber das stimmt schon. Also seitdem habe ich diesen Mützentyp und dann später habe ich ihn nochmal geändert. Weil die Mütze dann etwas zu gewaltig war für die dann später kürzeren Haare. Aber es hat natürlich den Vorteil, weiß jeder sofort, das ist Bornemann. Ja, das ist richtig. Jetzt erkennt man auf 5 Kilometer Entfernung, so eine Mütze hat sonst keiner. Ne? Also es ist auch hilfreich, wenn man irgendwie auch Klamotten hat, das trägt ja auch dazu bei. Ne? Ich hab mal Status Quo interviewt vor langer Zeit, die haben auch gesagt, irgendwann haben wir uns einfach Jeans angezogen, da wusste jeder, und Turnschuhe, da war klar, das sind die. Ja, also Image irgendwie so ein bisschen auch. Also man soll sich erkennbar machen und auch vielleicht ein bisschen überlegen, wie man auftritt, damit schadet man nicht von. Bitte? Schadet nicht. Das auf jeden Fall. Nein, also es ist einfach so, dass. Gibt das der Sache ein Gesicht irgendwie auch, ne? Ich denke schon, ja. Also ich sehe auch lieber Künstler, die ich irgendwie schnell erkennen kann und wenn man bei Wikipedia auf der Eloy-Seite guckt, dann steht da, die Texte sind durch eine starke Tendenz zur Verinnerlichung und zum mystischen Eskapismus mit häufig endzeitlicher Thematik gekennzeichnet. Die Errungenschaften der technischen Zivilisation werden trotz des zum Teil futuristischen Klangbildes meist negativ bewertet, beziehungsweise dienen dazu, wie etwa bei Power and the Passion, als Vehikel, um ins Mittelalter zu reisen und dort erstmal mit der Liebe seines Lebens einen Joint zu rauchen. Die Liebe ist es schließlich auch, die einen Hoffnungsschimmer in der mystisch düsteren Welt von Eloy darstellt. Ja, also ich muss sagen, es ist ja wirklich, unglaublich. Kannst du es mal auf Deutsch sagen? Ich versuch's gerade. Also es ist so, dass ich sagen muss, dass es schon mal aufgefallen ist. Ja, ich finde erstmal. Hast du das geschrieben? Wer hat das geschrieben? Nein, das weiß ich nicht, wer das geschrieben hat. Keine Ahnung. Fassen.
Ja, geil. Es hat sich jemand Gedanken gemacht und versucht damit auseinanderzusetzen, was wir machen. Und ich denke, wenn ich ein Fazit ziehen muss, dann würde ich als ersten Satz sagen, wir haben immer versucht, mit unseren Inhalten der Belanglosigkeit möglichst zu entkommen. Und das gilt natürlich für heute immer noch. Ich finde nichts schlimmer als belanglose Texte, also die einfach nichts aussagen und die auch keine, also über die man, ja, die man, die einen noch nicht erreichen letzten Endes, also wo es wirklich nur immer um dieselben Dinge geht. Decay of Logos zum Beispiel, für die Leute, die das nicht wissen, worum geht's in dem also Song? Also das ist ein Teil deines Konzeptalbums, muss man dazu sagen. Und da geht es eigentlich im Grunde genommen auch darum, dass ein Kontinent versunken ist, Atlantis, aber das hatte diese Lyrics habe ich in diesem Fall ausnahmsweise nicht geschrieben, sondern Jürgen Rosenthal, der leider jetzt hier nicht steht. Und das ist ein Album, wo viele gesagt haben, ja, also jetzt schweben sie sonst wo, ja, und jetzt heben sie ganz ab. Es ist, hat sicherlich einen sehr esoterischen Touch, muss man klar sagen. Aber eben, es ist auch mit Sicherheit keine belanglose Angelegenheit, sondern wir haben versucht, dieses Thema, also Atlantis, und auch natürlich die Bestimmung des Menschen, ich glaube, das lag ihm am Herzen, dass er das also in eine sehr lebendige Story bringt und dass wir das in einem Konzeptwerk irgendwie zusammenfassen, dass das korrespondiert miteinander. Und ich denke, das hat auf dem Album viele angesprochen, auch wenn eben manche Wortwahl und manche Szenen, die da drin sind, vielleicht im ersten Augenblick gar nicht richtig verstanden werden oder man auch nicht so recht weiß, wie man jetzt darauf reagieren soll. Also es war auf jeden Fall eine ganz gewagte Sache. Wenn man sich also jetzt, es würde jetzt zu weit führen, die ganzen Lyrics hier umzugraben, gerade von dem Album, was das Allerschwierigste ist von allen, dann würde man da wahrscheinlich am Ende immer noch kein wirklich schlüssiges Resümee ziehen. Es ist also gar nicht so einfach. Gibt's zeitkritisches? Gibt's sozialkritisches? Ja, das ist beides. Das ist beides. Ich sag mal so 60er, weiß ich nicht, Who oder Kings, da sind ja große Meister gewesen. Kings haben wir auch besonders. Gibt's so sozialkritische Dinge von dir, wo du auch angeprangert oder aufgezeigt hast? Ich habe es auf eine andere Art gemacht. Also gerade was eben zitiert wurde in diesem bei Wikipedia, war ja dieses Power and the Passion mit dem Joint im Mittelalter, das ist ja ein Nebenschauplatz. Sondern was ich mit der Geschichte sage, dass die Entwicklung, unsere gesellschaftliche Entwicklung sich also wirklich nicht gerade sonderlich nach vorn bewegt hat. Im Mittelalter wurde das nur anders gehandelt. Es gab andere Mechanismen, es gab andere gesellschaftliche und soziale Strukturen. Aber im Grunde genommen, wenn man jetzt das wirklich mit heute vergleicht, so allzu viel hat sich eigentlich nicht geändert für den kleinen Mann, ich sag's mal so. Und diese ganze, das herauszustreichen, das war eigentlich da an den wirklich wesentlichen Dingen, die den Menschen ausmachen, da haben wir uns zu wenig nach vorn bewegt, sondern es ist immer noch dasselbe. Man versucht Profit zu machen, man unterdrückt andere und es geht also um ganz schnöde Dinge, auch heute noch. Das sieht man ja jetzt an der Wirtschaftskrise beispielsweise und solchen anderen Dingen und diesen ganzen Auseinandersetzungen, die es auch noch militärisch gibt und Ideologien, die gebraucht werden, um Menschen umzubringen. Also das könnte man jetzt endlos weiterführen oder nur um einfach Macht auszuüben. Und das war ja damals auch nicht viel anders, nur dass es eben uns heute viel barbarischer vorkommt, wenn man ins Mittelalter blickt. Aber wenn man sich die Zeit von heute genau anguckt, dann kann man doch wirklich feststellen, also sehr hat sich das Ganze nicht verändert. Die Mechanismen haben sich verändert und die Strukturen, und das ist klar. Aber unterm Strich muss man mal schauen, was denn noch bleibt. Eloy wird irgendwann mal 17, 18, 19 CDs hinterlassen, die Geschichte von Eloy. Was hinterlasst ihr für einen Eindruck auf die Rockgeschichte? Das können wie würdest du das einschätzen? Ich habe das eigentlich immer unterschätzt. Ich hatte gedacht, dass eine Band wie wir beispielsweise, dass sie eine längere Trennung oder einen längeren Zeitraum gar nicht überleben kann. Das hätte ich völlig ausgeschlossen. Also ich war sehr überrascht, als wir dann in den 2000er Jahren überhaupt noch so eine Wahrnehmung international vor allem hatten. Und das hat mich auch bewogen, überhaupt die Band wieder zusammenzutrommeln, weil die Resonanzen, die wir da bekommen haben die war so berührend, muss man fast sagen. Also die haben mich ja förmlich überrollt. Und ich fühlte mich als Künstler eigentlich ziemlich lausig, weil ich mich als undankbar empfand gegenüber einer Fan-Community, die so viel für uns tut, in einer Zeit, als die Band gar nicht mehr existierte.
Und das fand ich ganz enorm. Und dass man uns einen sehr hohen historischen Wert einräumt in der Proc-Szene international, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht wahrgenommen. Also das kam erst mit dem Internetzeitalter. Ich hatte meinen ersten Computer 2005. Bis dato habe ich gar nichts davon mitgekriegt. Und als ich dann mal auf YouTube geklickt habe und auch nur deswegen, weil die jungen Musiker, die in unser Studio kommen, mit denen ich zu tun hatte, dann morgens da saßen und guckten sich unsere Sachen auf YouTube an und ich nicht mal wusste, was das ist. Und dann wirklich so dann dahinter kam, als ich die Kommentare gesehen habe und das, was die vielen Fans in der Welt hier für uns tun, indem sie also zu unserer Musik ganze Filme drehen, ganze Clips machen und wie liebevoll das alles ausgestaltet war, das war für mich also schon eine positiv schockierende Entdeckung. Mhm. Und das hat dann eben dazu geführt, dass die Band jetzt überhaupt wiederkommt. Und wenn ich mir jetzt angucke, was wir auf der Tour erlebt haben, auf den Konzerten, die wir jetzt unlängst gespielt haben, dann muss ich sagen, das hat mich schon sehr geflasht. Christian Appelt hat uns geschrieben per Mail. Ich habe ja gesagt, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, wenn ihr eine Frage habt an Frank oder so, nutzt es hitstory@radiobielefeld.de. Hitstory, ne? Also die Hitgeschichte @radiobielefeld.de. Hallo Frank, es hat ja nun einige Konzerte 2011 und 12 gegeben. Hier und da habe ich ja Kameras rund um die Bühne gesehen. Ich denke da an Lorelei 2011 und an den Gig in Mainz im September. Habt ihr vor, in naher Zukunft mal einen Live-Mitschnitt auf DVD rauszubringen? Ja. Ja, ich kann das ganz klar beantworten. Also es wäre ja auch fast so weit gekommen, wenn mir die Stimme nicht versagt geblieben wäre. Wir wollten in Hannover ganz aufwendigen Mitschnitt machen und haben das, das musste ich dann leider sein lassen, weil ich in Hannover mich also ein bisschen durchs Konzert krächzen musste nach dem Abrutscher in Köln, wo wir nicht spielen konnten. Und ich war über Weitem noch nicht wieder so weit, dass ich eine Aufnahme wagen konnte, die man dann auf DVD veröffentlicht. Ich bin durchs Konzert gekommen, einigermaßen gut und auch mit Hilfe eines sehr, sehr wohlwollenden Publikums, was mir verziehen hat, wenn ich ab und zu mal etwas kratzig klang oder das war noch milde umschrieben. Also ich war wirklich stark lädiert, stimmlich. Sonst gäbe es diesen Mitschnitt schon. Wir planen jetzt bei den nächsten Konzerten wieder mitzuschneiden. Und dann mit dem Ziel, dass wir dann auch da in der Richtung was bringen. Wir haben einen ganz hübschen Mitschnitt von einem Freund und Fan, der in Mainz mit relativ einfachen Mitteln, aber sehr qualitativ, sehr gut mitgeschnitten hat. Natürlich ist der Ton nur der Ton, der also aus den Lautsprecherboxen vorne rauskam, den er mit einfachen Mitteln dann mitgenommen hat. Und es gibt von der Lorelei ein paar Mitschnitte, wo es allerdings viele, viele technische Pannen bei der Bildaufnahme gab und auch Übertragungsprobleme für die Aufnahme. Aber ihr seid dran. Wir sind dran. Wir sind dran. Also wir planen ja, ob wir jetzt vielleicht vorab schon mal so einen kleinen Fanartikel machen, wo wir eben das, was jetzt da ist, natürlich ist es nicht ausreichend, um es professionell zu vermarkten, aber für den Fan, der es unbedingt braucht oder gerne hätte, dass wir ihm da ein bisschen was zugänglich machen, aber wir wollen auch was Professionelles machen und haben auf der Tour auch schon Audio mitgeschnitten und werden es bei den nächsten Konzerten auch tun. Und ich will hoffen, dass wir dann damit das Material zusammenkriegen, was sich die Fans dann auch wünschen. Michael hat uns geschrieben, hallo Frank, hallo Stefan, schön euch zu hören. Endlich mal Eloy, dass ihr mal Eloy Hörzeit einräumt. Große Klasse von Radio Bielefeld, so sind wir zu euch. Ich finde es auch super, dass Frank sich über die Jahre mit seinem Baby Eloy und der Musik so jung gehalten hat. Ja, Frank, bitteschön. Also, danke. Das Tourprogramm ist grandios und der Band gebührt ein großes Auditorium auch in Bielefeld. Also kommt, hört und taucht ein in diese tolle Musik, schreibt Michael. Musikwunsch, Pilot to Paradise von Eloy. Rush will er hören. Ich habe jetzt auch schon Wishbone Ash Wünsche gesehen hier. Also wir könnten wahrscheinlich noch ein paar Stunden weitermachen. Frank, gute Heimreise nach Hannover bis zu den Konzerten in Bielefeld und in Köln. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Mhm. Ihr seid ja, um das nochmal zu erzählen, für die jetzt einschalten, Frank Bornemann, Mastermind of Eloy, 1969 gegründet. Eine Band mit richtig viel Geschichte, mit richtig ganz vielen CDs, die kommen jetzt nach Bielefeld. Und wir verlosen jetzt mal dreimal zwei Karten für das Konzert. Die habe ich bekommen von Stratmann Ticket Service. Das sind die Leute, die du vielleicht nicht persönlich kennst, aber die das möglich machen, dass ihr hier seid im Ringlockschuppen. Und wir machen das so, Leute, wenn ihr diese Karten gewinnen möchtet, dreimal zwei, dann schreibt ihr an hitstory@radiobielefeld. Ich möchte, lieber Stefan, schreibt ihr dann, ich möchte bitte zwei Karten gewinnen für das Konzert. Dann müsst ihr eure Adresse damit draufschreiben, weil die muss ich euch dann ja irgendwie, ich muss euch ja erreichen können. Ne? Also nicht irgendwie, keine Ahnung, karl25@yahoo.de oder irgendwie so ein Quatsch, da kann ja keiner was mit anfangen. Also ich brauche dann schon euren Namen und so weiter. Ja, wenn ihr Karten gewinnen möchtet, schreibt ihr, ich möchte gerne Karten gewinnen. Und Frank hat ja einen Haufen CDs mitgebracht hier. Wir haben hier 5 CDs von Eloy. Silent Cries, Visionary, Life, Inside, ne?
Weiß ich nicht, 5 Stück haben wir, ne? Ocean, ja. Ocean, irgendwas haben wir noch hier. Nee, hier Dingens hier. Tides, genau, Tides. Wenn ihr eine CD gewinnen möchtet mit Autogramm, dann schreibt ihr, ich möchte bitte eine CD gewinnen. Und schreibt ihr euren Namen darunter und dann, ne? So, also 3x2 Karten fürs Konzert in Bielefeld, 5 CDs mit Originalautogramm und lieben Grüßen von Frank unterschrieben. Ich habe ein Edding mitgebracht, Frank, also kann also nicht schief gehen. Ich habe in der Vorbereitung der Sendung festgestellt, dass heute nicht nur für uns beide ein besonderer Tag ist, sondern auch für Fans von Roy Orbison. Der ist nämlich gestorben, Nikolaustag 1988. Und ich, Eloy hin, Eloy her, Roy Orbison ist eine ganz große Nummer. Da hast du mir ja auch zugestimmt in der Vorbereitung. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle mal ganz kurz zum Thema kommen. Roy Orbison hat zusammen mit... Wer war alles dabei? Traveling Wilburys? Kriegst du das so aus dem Stegreif? Auf jeden Fall war George Harrison dabei. George Harrison, meine auch, dass, war das nicht, dass Dylan da auch Bob Dylan dabei war? Dann war, glaube ich, noch jemand dabei von, sag schon mal, von, war das hier Tommy Shaw da auch schon war? Noch zwei. Tom Petty war dabei. Tom Petty war es, nicht Tommy Shaw. Und Tommy Shaw war von Styx. Und noch Neil Young da auch zwischen? Neil Young war nicht, ne? Oder? Nein, Electrical Orchestra, Jeff Lynne. Ja, genau. Jeff Lynne! Und so haben sie geklungen, die Traveling Wilburys. Und den großen Erfolg dieser CD hat Roy Orbison leider nicht mehr erlebt. Being beat up and battered around. Das, unsere Reminiszenz nennt man das, ne? Unsere Reminiszenz an Roy Orbison. Ja, also auf jeden Fall ein großartiger Musiker, das wissen wir alle. Und, er hat auch eine Menge Leute beeinflusst, ne? Oh ja, auf jeden Fall. Es wird unterschätzt, genau wie Buddy Holly, der ist ja auch früh gestorben. Er hat ja auch, ne? Ich war ein großer Fan von Buddy Holly, ich mochte ihn eigentlich mit, also ziemlich am liebsten von den ganzen Rock'n'Rollern damals. Ja. Ich habe eine Zeitung mitgebracht, die kannst du gar nicht. Das fand ich natürlich, es freut mich. Ne? Deine Frau heißt Brigitta, ne? Mit der bist du ja lange zusammen. Brigitta, wenn du uns zuhörst, ne? Das ultimative Weihnachtsgeschenk für Frank ist vom Rolling Stone, gibt es eine Sammlerausgabe, die 100 größten Gitarristen aller Zeiten. Brigitta, kostet 9,99 €. Das kannst du noch schaffen. Du hast ein bisschen drin geblättert. Also ich meine, der größte Gitarrist aller Zeiten laut Rolling Stone ist Jimi Hendrix. Gibt es für dich du bist Gitarrist. Hast du ein Vorbild an der Gitarre? Also ich gebe Gitarristen, also auf jeden Fall wäre Jimi Hendrix jetzt nicht so mein Hero. Also ich persönlich mag das Gitarrenspiel zum Beispiel von Dave Gilmour sehr. Mhm. Ich mag das von Clapton sehr und ich bin ein, der da gar nicht drin ist, den ich also fast noch besser als Gilmour finde. Das ist Andy Latimer von Camel. Ein hervorragender Gitarrist, der genau diesen Stil, den Gilmour auch spielt, eigentlich auch gut beherrscht, aber noch andere Sachen macht. Also Camel war überhaupt eine außergewöhnliche Band in der Zeit, als sie ständig noch aktiv waren. Im Augenblick kommt da nichts mehr, aber das ist für mich ein sehr starker Gitarrist gewesen. Und natürlich schwer unterschätzt wird auch George Harrison. Also der hat in der Zeit, als er bei den Beatles, als er die Beatles-Platten gemacht hat, das hört sich heute alles sehr simpel und einfach an, aber man soll mal genau hinhören. George Harrison? Also das sind viele Sachen erstmalig entstanden, die andere Gitarristen nicht auf Platz haben. Nummer 11 ist nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht, aber... Ne? Da ist er, Pete Townsend auf 10. Der Townsend ist ja auch als Gitarrist eigentlich bemerkenswert, weil er einen ganz bestimmten Gitarrenstil hatte, der zwar sehr reduziert war, kann man sagen, dann natürlich Chuck Berry, der dieses Seitenziehen und alles so erfunden hat, dieses ganze Banding-Zeug. Und das kam ja ziemlich von ihm. Und wie viele Gitarren hast du? Bist du so ein Gitarrensammler oder so? Ich habe nur noch 5. Ne? Das hört sich ja nicht viel an, sage ich jetzt mal. Nein, was soll ich mir so viel Gitarren? Ja, weiß ich ja nicht. Ich kann doch nicht alle auf einmal spielen. Also ich muss mich ja irgendwann entscheiden, welche Gitarre. Es nützt doch nichts, wenn ich eine Gitarre rumliegen habe und immer noch dieselbe spiele, weil sie mir am besten gefällt. Also ich habe jetzt diese Gitarre, die ich jetzt noch habe, die habe ich wirklich, um verschiedene Sounds erzeugen zu können, die wirklich sich auch dann wirklich unterscheiden. Und eine Gitarre ist dabei, die mir live einfach gut gefällt, weil sie einfach sich live einfach handeln lässt. Aber ansonsten, ich brauche nicht so viele Gitarren. Verzettelt man sich nur. Du hast vorhin schon mal in so einem Nebensatz gesagt, dass du auch ein sportlicher Mensch bist. Du joggst normalerweise immer um den Maschsee. Das sind immer ungefähr irgendwie 7,5 Kilometer. Zurzeit ein bisschen weniger, weil dein Bein noch nicht wieder so ganz heile ist. Ich muss erstmal das Metall raus, was da noch drin ist. Also das ist jetzt nicht so, dass ich es nicht bewegen könnte. Aber ich traue mich jetzt nicht mit diesem
Also bei mir war der Schienbeinkopf gebrochen und der musste wieder, der wurde fixiert mit Metall und das kommt jetzt im Frühjahr wieder raus, also nach der Tour erst, aber auf der Bühne behindert es mich nicht. Von daher gesehen ist mir das egal, aber mir fehlt das Joggen sehr, ja. Was machst du, was hörst du sonst an Musik? Du hörst ja nicht den ganzen Tag Eloy, also das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, garantiert nicht. Weiß nicht, hörst du nein. Jazz, hörst du Klassik, hörst du... Ich höre, so große Kategorien an Jazz habe ich mich nie besonders für interessiert, muss ich gestehen. Bei Klassik hält sich es auch in Grenzen und nein, ich höre eigentlich Musik aus aller Welt, also ich höre wenig Musik aus Deutschland. Ich höre viel alte Sachen mittlerweile wieder und ich habe auch alte Sachen wieder entdeckt, wo ich jetzt feststellen muss, dass, wie toll die eigentlich klangen und dass man heute also mit unzähligen Spuren und diesem ganzen Gedaddel und Rechnern und also wo man viel mit Computern macht und dergleichen, dass das alles irgendwie Mumpitz ist, weil man das eigentlich nicht braucht, wenn man richtig spielen kann und einen guten Sound mit ins Studio bringt und einfach die richtigen Mikrofone richtig einstellt, dann kann man eigentlich nicht allzu viel falsch machen. Dann kommt das wieder raus, was man da auch eingespielt hat. Und man muss nicht so viel rumdoktern und jeden, was man heute gern macht, Schlagzeuger, wenn sie spielen, da wird jeder Schlag editiert, dass er auch ganz genau und nicht auf dem rechnerisch richtig im Wert liegt, macht damit jegliche Menschlichkeit kaputt und Ich finde das alles furchtbar krank inzwischen. Und wenn man dann so Sachen hört, wie meinetwegen, nehmen wir ruhig mal die Spooky Twos. Hast du mitgebracht? Du hast Spooky Twos mitgebracht? Uralte Aufnahme, das ist ein Remaster. Erste LP, ne? Von dem. Zweite ist das. Zweite, 1969 69 müsste ich sagen. Ja, irgendwie. Ja, genau. Spooky Twos. Wenn man sich das jetzt mal anhört, wie die geklungen haben und wie die gespielt haben, und da hat keiner rumgefummelt und irgendwas hingerückt, da singt auch keiner mit einem Intonator oder irgend so ein Quatsch, sondern das ist wirklich alles richtig live. Ich glaube, diejenigen, die verstehen dann, wovon ich jetzt gerade rede. Ja, dass die Musik ist steril geworden und tot, dadurch, dass man sie eben mit Technik einfach kaputt macht. Eine Single von Spooky Twos haben wir hier, Waiting for the Wind heißt das. Heinz Rottmann mittlerweile auch im Studio gelandet. Ne? Hast du auch sofort erkannt? Wusstest du sofort? Spooky Twos, ne? Hast du es auch? Schwere Schlagzeug. Ja. Genau. Ja. Hat Frank Bornemann mitgebracht. Das ist eine Remasters-Version, die wirklich gut klingt. Also die Aufnahme ist einfach gut. Es war so keine große Geschichte, das jetzt so, ne, so oft zu polieren, dass man das heute gut abspielen kann. Spooky Twos. Ja. Coole Sache. Wir sind ja gerade so ein bisschen so in deinem Privatleben, so, ne? So was du so privat so für Musik hörst. Ne? Wir haben gehört, deine Frau Brigitta und so. Ne? Ist ja, wir sind da viel in Frankreich und da höre ich natürlich auch viel französische Musik. Lass mal eben gerade erzählen. Du wohnst also in Hannover, hast du eine kleine Wohnung. In Paris hast du auch eine kleine Wohnung. Ja, ne? So, wenn man so eine Band hat, dann hat man auch ein bisschen, kann man sich auch in Paris so eine Wohnung leisten. Ach, naja, ne? Nur komm. Also ist ja nicht schlecht, finde ich ja gut. Also hast du ja auch verdient, mein Gott. Also, aber in Paris zu wohnen ist auch nicht so verkehrt, ne? Nein, es ist schön und also ich finde das immer ganz entspannend und erholsam, da zu sein. Und unbedingt. Es ist auch inspiriert auch, muss ich sagen. Und ich habe da viele Kontakte geknüpft, auch in Sachen Musik inzwischen. Und Frankreich hat mich ja auch dafür inspiriert, jetzt ein Projekt anzugehen, endlich mal. Das will ich ja eigentlich schon seit 15 Jahren. Die Fans ja. wollen das wissen, Frank. Ja. Was ist mit Jeanne d'Arc? Ja, das wissen die. Das habe ich auch jetzt ganz, also auf dem letzten Album habe ich es ja schon angekündigt. Da gibt es ja schon eine Abbildung und da mache ich jetzt was. Und das habe ich schon ewig vor. Das ist also wirklich man kann da sagen, das ist so eine Mischung zwischen Rock-Opera und Musical, wobei ich dieses Ansiegen auf der Bühne wie in der Oper, also was sie im Musical auch machen, das finde ich immer fürchterlich. Ich möchte das gerne anders gestalten. Also ich würde schon diesen Begriff etwas, denn auch nicht allzu sehr strapazieren, damit man nicht also auf falsche Gedanken kommt. Also es soll schon ein Konzeptwerk werden, wo natürlich auch Bühne stattfindet, wo es auch Dialoge gibt und wo es eine Handlung gibt und auch eine sehr berühmte Handlung gibt. Und nur ich möchte damit in meiner ganz besonderen Sichtweise umgehen und ich habe sehr viel das historische Material auch studiert, mir genau angeschaut. Ich habe mich viel mit Historikern getroffen, auch in Frankreich, und sehr oft darüber gesprochen und in vielen Details. Und ich glaube, ich habe eine sehr, sehr gute Vision, wie das zu machen ist. Mhm. Aber es ist auch eine riesen Herausforderung. Man braucht viele Musiker dafür und aus unterschiedlichen Genres. Und die Figuren, die da in dieses Konzept einfließen sollen, die müssen ja auch dargestellt werden. Die müssen natürlich auch musikalisch in Erscheinung treten, aber auch auf der Bühne performen, also als Schauspieler zumindest schon mal.
Und ich möchte auch da wieder mit großem Chor arbeiten, ich möchte auch da wieder mit dem Orchester arbeiten und brauche natürlich auch ein Rockensemble, was also die Basis stellt. Und da bin ich ja in meinem Umfeld ganz gut gesegnet. Ich habe ja gute Musiker um mich und der ein oder andere in der Band hat da auch schon Feuer gefangen und will sich da auch ganz gerne einbringen noch. Und dann muss man mal schauen, was am Ende bei rumkommt. Aber ich werde jetzt nach dieser Live-Tournee, nach den restlichen Konzerten, die jetzt noch folgen, mit Sicherheit an dieses Projekt ernsthaft rangehen und es nicht wieder verschieben, weil irgendwas ist, wie das in den letzten 15 Jahren der Fall war. Ein Mann muss zu Ende bringen, was er angefangen hat, oder wie heißt das? Ja, nein, das brennt mir auch unter den Nägeln, weil du weißt, du hast einfach eine Vision davon, du hast auch gute Ideen. Und ich habe immer wieder zu diesem Thema schon Musik gemacht, was unter anderem auch einen Song gemacht, der eigentlich eine Filmmusik werden sollte. Aber der Film wurde abgesetzt, weil die Hauptdarstellerin den Papst beleidigt hat. Das ist kein Witz. Und dann blieb das Ganze liegen. Und das war für mich also höchst ärgerlich. Denn diesen Song, den habe ich Company schon 94 gemacht. Mit dem Ziel, dass es eigentlich ein Teil dieser Filmmusikgrundlage werden sollte. Und dann wurde es eben ein Song meiner Band, weil das ja nicht mehr stattfand. Und das fand ich sehr bedauerlich, aber es sollte ein amerikanischer Film sein. Und die Kontakte waren alle schon da. Und nur eben, dann kam, wie gesagt, dieser Zwischenfall. Und in Amerika duldet man alles, aber keine Beleidigung des Heiligen Vaters. Ja, das war der also, Papst denn auch beleidigt? Das kann ich gar nicht sagen, weil ich weiß es einfach persönlich nicht, aber es war jedenfalls, es war nicht duldsam in Amerika. Es wurde also dann ganz einfach entschieden, so dieser Film wird jetzt nicht stattfinden. Und jetzt kommt das Lustigste an der Sache, war die als Hauptdarstellerin war tatsächlich die Sinéad O'Connor vorgesehen, die Sängerin. Ja. Wie sie auf sie gekommen sind, weiß ich nicht. Wenn ich mir ihr Erscheinungsbild vor Augen führe, muss ich sagen, sie wäre perfekt gewesen für die Rolle. Und auch die drumherum, die Schauspieler, die ich da gehört habe, die da mitmachen sollen, das wäre schon ein toller Film geworden. Und die Regie sollte Kathryn Bigelow machen. Also das ist jemand, die hat zwei Filme, die man in Deutschland kennt, gemacht, Blue Steel und Gefährliche Brandung. Also ich glaube, das wäre ein toller Film geworden. Stattdessen gab es ja keinen amerikanischen Jeanne d'Arc-Film mehr, nur dann diese Fernsehproduktion, die wir hier über RTL gesehen haben. Und es gab dann eben diesen unsäglichen Film von Luc Besson in Frankreich, den ich furchtbar finde, weil er ist historisch überhaupt nicht haltbar. Das kann man gar nicht machen mit Mila Jovovich, die alles darstellen kann, aber bitte nicht Jeanne d'Arc. Das waren so Sachen, wo ich dann mir so dachte, also jetzt, nein, so kann man das nicht stehen lassen, da muss jetzt mal ein anständiges Werk her. Wenn es schon keinen Film gibt, dann wenigstens die Musik oder ein Bühnenwerk. Also du hast an dieser Stelle richtig was vor. Die Fans können sich freuen, dass das fortgeführt wird, dass das irgendwann kommt da was und die DVD kommt irgendwann. Du hast eine Mail bekommen hier. Hi, ihr tollen Radiomacher. Ich möchte gerne Frank grüßen. Er macht das gut. Unterschrift, der Ex-Keyboarder aus den 70ern, Detlef Schmidtchen, hat dir geschrieben, Frank. Der hört dir zu. Klasse. Oh, das finde ich gut. Wo wohnt der denn? Vielen Dank, Detlef. Ja, der wohnt auch. Weiß man das? Der wohnt in der Nähe von Hannover. Ah ja. Also er ist nicht, hallo, Detlef. Ja, und er war ja auch jemand, der für den Eloy-Erfolg da sehr viel beigetragen, denn er war in dem Line-Up, mit dem wir dann wirklich auch den Durchbruch geschafft haben. Und wir haben drei Alben zusammen gemacht und die drei Alben, die hatten alle wirklich sehr großen Erfolg und ich glaube, dass sein Beitrag auch sehr beträchtlich war. Michael Prescher schreibt, hast du noch Kontakt zu den ehemaligen Mitgliedern? So? Ja, also gut, ich sehe dich nicht ständig, das ist klar. Und also so riesen Kontakt haben wir natürlich nicht mehr. Also jeder führt sein Leben, das ist auch verständlich. Aber einige sind ja auch wieder da, also nicht die früher in der Band waren also zumindest ist das bei Matze, der immer noch da ist oder auch zwischendurch weg war, jetzt wieder da ist, unser Bassist. Und dann gibt es eben noch Hannes Vollwert, der jetzt auch wieder Keyboards macht zum Beispiel, der auch schon mal in der Band war und auch in ganz bedeutenden Alben gespielt hatte. Also das ist so, dass da schon alles Leute sind, die schon was mit der Band zu tun haben. Also auf der Bühne stehen nicht irgendwelche Gastmusiker, ich sag's mal ganz klar. So, also, ne, um das auch mal klarzustellen. Wir müssen an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, Eloy-Konzert in Bielefeld am 24. Januar, ja, alle kommen, Ringlock schuppen, Karten kaufen oder Karten gewinnen, heute bei uns hier bei Radio Bielefeld. Dafür müsst ihr, wenn ihr das machen wollt, wir verschenken 3x2 Karten für das Konzert, was mindestens 2,5 Stunden dauert, hat Frank gesagt, ja, wahrscheinlich länger. Dann müsst ihr bitte eine Mail schreiben an hitstory@radiobielefeld.de und da drin steht, lieber Stefan, sei doch bitte so gut und schenk mir zwei Tickets. Und da müsst ihr eure Adresse da reinschreiben, damit ich das auch irgendwo hinschicken kann. Ja, bitte. Und wir verlosen 5 CDs von Eloy, Silent Christ und Visionary und Live und so weiter. Frank wird die Dinger signieren und dann werden wir auch die verschenken. Wenn ihr das gewinnen möchtet, müsst ihr auch bitte das erwähnen. Ich möchte bitte eine CD gewinnen.
kann euch auch noch welche schicken, also jetzt die ganz aktuell sind. Ja. Also das ist gar nicht das große Ding. Ja, zu Weihnachten kannst du noch ein paar... Ja. Ne? Was machst du Weihnachten? Bist du Weihnachten, was machst du mit Brigitta? Sitzt ihr unterm Baum oder was macht ihr Weihnachten? Ja, also wenn wir denn im Baum... Ja, wir haben unser Baum, ich muss dazu sagen, der steht draußen auf der Terrasse. Das heißt, den haben wir nicht im Wohnzimmer. Und da irgendwie draußen ist es dann sehr kalt Weihnachten, da würde ich mich jetzt nicht unter den Baum setzen. Ja, genau. Sondern, aber wir bleiben Weihnachten, wir feiern das eigentlich immer so sehr still und sehr ruhig und in familiärer Umgebung und also wir machen da nicht so ein großes Brimborium. Wenn du am Maschsee wohnst, in der Nähe des Maschsees wohnst, da ist ja auch das Niedersachsenstadion in Reichweite, hast du mit was am Hut, mit Hannover 96 oder ist das nicht so? Ja, natürlich, klar, die spielen doch heute Abend und ich weiß noch gar nicht, wie es ausgeht, um 9 geht es auch erst los. Die spielen ja europäisch inzwischen, jetzt haben sie gerade eine kleine Krise, aber ich finde das schon spannend, was sie machen. Und toll. Die haben ja immerhin jetzt in den letzten 2 Jahren haben die ja richtig was gezeigt und die sind ja inzwischen jemand. Ne? Unbedingt. Ja. Bist du so ein Typ, der mal ins Kino geht? Hast du irgendwie ins Kino gehe ich, muss Theater, ich zugeben, Theater selten. Theater also da muss mich in das Thema schon sehr stark interessieren, okay. Wenn ich ins Kino gehe. Ich bin einer von denen, die sagen, oh, das kommt ja bald auf DVD. Ne? Liest du mal ein Buch? Ja, oder? Ja, sehr. Was liest du zurzeit? Hast du was? Ich habe jetzt so diese typische Frage, was liegt zurzeit an Ihrem Nachttisch? So dieses Ding. Kann ich dir genau sagen. Ich habe jetzt gerade in Frankreich ein Buch gelesen, als wir jetzt gerade just in Paris waren. Und das hieß ein Winter mit Baudelaire. Und ich hatte mir darunter nichts viel vorgestellt. Ich hatte, wenn ich Baudelaire höre, dann denke ich an einen Dichter, was er auch war, des 18. Jahrhunderts. Und in Wirklichkeit ist dieser Baudelaire eigentlich ein Hund. Und dieserjenige, die Hauptfigur dieses Buchs ist ein Obdachloser. Mhm. Also einer, der obdachlos geworden ist und mit diesem Baudelaire halt diese harte Zeit durchlebt. Also das ist ein sehr berührendes und starkes Buch gewesen, fand ich. Und das war das Letzte, was ich gerade gelesen habe. Im Moment muss ich mal schauen. Ich habe noch ein paar, die ich noch nicht gelesen habe zu Hause. Da muss ich mich erstmal wieder rein versetzen und gucken, was gibt es da noch. Und werde mir irgendwas jetzt rausziehen, wo ich dann auch ganz gerne mal wieder drin lese, ja. Ich fand das toll, dass du hier warst. Wir freuen uns auf das Konzert, wenn ich auf die Uhr gucke. Und wir wollen gleich noch Company of Angels spielen. Dann kommen wir schon in Schwulitäten. Ne? Das ist ja Jeanne d'Arc. Ja, das ist ja. Das wäre es ja. Ne? Ist ein schönes Lied zum Abschluss. Wie gesagt, also vielen Dank, dass du hier gewesen bist, per Zug einmal hin und her von Hannover. Freuen uns auf das Konzert und nochmal, liebe Hörer, wenn ihr Karten gewinnen möchtet, schreibt bitte eine Mail an hitstory@radiobielefeld.de. Wenn ihr CDs gewinnen möchtet, tut bitte dasselbe. Ich werde mich darum kümmern, dass die Dinger zugestellt werden und ansonsten kann ich nur sagen, Mensch, kommt auf das Konzert. In 6 Wochen ist der Frank wieder da. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich habe gar keine Wünsche, ich lasse mich immer gerne überraschen. Also ich glaube, wenn man dass Wünsche du wieder äußert, gesund, dann ist das ja langweilig. Dass du wieder gesund wirst. Ja, das sowieso. Ich möchte, dass das Bein wieder möglichst so wird, wie es vorher war. Also ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich dankbar, dass ich nicht im Rollstuhl sitze nach dem Unfall, sondern dass ich hier stehe. Habe ich mich auch gefreut. Ich hatte Schwierigkeiten, wir haben uns am Bahnhof getroffen und wir wussten ja nicht, wie der andere aussieht. So wirklich nicht. Ich habe so ein paar Bilder gesehen im Internet, aber wir haben es geschafft. Wir haben es hingekriegt. Also wir haben nach grauen Haaren geguckt. Ne? Ja, das war ja ein klares Indiz. Also mein Bart und ich hätte ja die Mütze auf, da war von den Haaren nicht so furchtbar viel zu sehen, aber den grauen Bart hast du gesehen. Ne? Es hat geklappt, wunderbar. Ja. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ja, ihr könnt mir gerne schreiben, wie euch die Sendung gefallen hat. Kann ich dann nächste Woche mal dann kundtun. Diese Sendung gibt es jede Woche von 19 bis 21 Uhr hier bei Radio Bielefeld. Dann mit Oldies aus den 60ern und 70ern. Also richtig schöne Musik, wenn ihr mal wieder dabei sein wollt. Dann freue ich mich. Ich bin Stefan Schüler. Der andere, das haben wir jetzt ganz oft gesagt, heißt Frank Bornemann von Eloy und kommt in wenigen Wochen hier zu uns nach Bielefeld. Danke, dass du da warst. Gerne. Company of Angel, so viel, wie wir noch schaffen können von diesem Lied. Das sind ungefähr noch 6,5 Minuten. Ich danke dir. Nein. Tschüss.